another Food News Time ist und ja, diesmal auch wieder aus verschiedensten Supermärkten. Also ich habe auch Rossmann diesmal mit dabei und ja, alles Mögliche von Netto, Edeka, Rewe, Kaufland, dies, das. Also ja, lasst euch überraschen, was es so Schönes Neues gibt und wir fangen auch gleich mal an mit ein paar Rossmann Sachen. Ich habe hier ein Porridge, ein Schokoporridge mit Kakaonips. Da sind eben so kleine Tütchen, 65 Gramm sind drin für 97 Cent. Also muss ich ja mal sagen, eigentlich lohnt es sich halt gar nicht, so was Kleines zu holen. Aber wenn man halt gerade irgendwie unterwegs ist oder so, ist es vielleicht ganz praktisch. Und deswegen dachte ich, probiere ich das mal. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, so sieht es aus. Es ist wirklich nur mit Kakaopulver. Dann sind da noch so kleine Kakaostückchen, also so Schokoladenstückchen drin. Finde ich ganz cool. Ich schütte da jetzt mal Wasser rein und dann gucken wir mal, was da wird. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Vor allem, da sind auch noch Kakaonips drin. Dadurch ist die Schokolade sozusagen nicht ganz geschmolzen, weil diese richtigen Schokoladenstückchen sind leider geschmolzen. Deswegen esse ich die auch eigentlich vorher mal raus, weil ich es voll schade finde. Und die sind dann weg. Einfach weg. Richtig, richtig gut. Ich muss sagen, man kann Fehler bei Porridge machen. Und es gibt nicht leckere, manchmal Porridge-Pulver, die echt langweilig schmecken. Aber das schmeckt unglaublich gut. Das war auch das, was ich eben schon rausgelesen habe. Das ist mit Kokosnussmilchpulver. Und diese Kombi aus Kokos und Kakao feiere ich halt so sehr. Ja, da schmeckt man so eine leichte Note dann raus. Es schmeckt auch nicht zu süß, gar nicht. Also es ist wirklich total fein. Also dem würde ich 8 von 10 Punkten geben, ja. Ja, also hier seht ihr, der wird richtig, richtig gut. Und dann noch so kleine Kakaonips drin. Mega gut. Dann haben wir von den Rossmann-Riegeln von Genuss Plus süß und salzig. Nussriegel mit dunkler Schokolade, Meersalz. Da hatte ich ja letztes Mal schon den mit Karamell. Der war ja unfassbar gut. Ich stelle mir den so ein bisschen langweilig vor, weil ich kenne schon so viele Riegel, die so ähnlich sind. Mit, das ist so diese typische Nuss-Schoko-Salz-Mischung halt. Also finde ich ja nicht so special. Da gibt es ja auch von Hey diese ähnlichen. Kosten halt 97 Cent. Das ist halt nicht viel. Aber es ist auch keine Bio-Zutaten, das muss man auch sagen. Ja, so wie erwartet. Obwohl man sagen muss, die kriegen das mit dem Geschmack schon immer ganz gut hin. Also der ist salziger als sonst alles, wo immer so Salz mit draufsteht. Irgendwie gefühlt schmeckt es nie nach irgendwas Salzigem. Und da haben die es ganz gut hinbekommen, dass es schon auch eine salzige Note hat. Der Riegel hat jetzt zum Beispiel hier 216 Kalorien, hat dafür gerade mal 6 Gramm Zucker. Auch sonst wirklich ganz, ganz natürliche Zutaten. Also von Nährwerten echt gut. Vom Geschmack ist jetzt nichts Innovatives, aber was Leckeres und vor allem für den Preis sehr lecker. Von daher würde ich dem so solide 7 von 10 Punkten geben. Ja, es sieht aus wie ein normaler Riegel. Es ist ein normaler Nussriegel. Dann machen wir mal mit Rossmann-Riegel weiter. Und zwar hier von diesem Whey Power System. Also die gibt es auch bei Rewe und sonst irgendwo. Aber es ist jetzt weiße Crisp Chocolate mit 30 Gramm Protein. Ja, für 1,46, das geht auch total. Der hat jetzt 188 Kalorien, davon eben 11 Gramm Proteine. Will ich mal ganz kurz aufklären. Und jetzt hätte ich nochmal drauf achten müssen. Ist das wie die große Schoki? Weil die haben auch nochmal so einen größeren Riegel davon. Und gefühlt ist das genau das gleiche in klein. Also es ist echt lecker. Es ist halt wirklich wie Schokolade. Also das ist nicht wie ein Proteinriegel, sondern das ist wie Schokolade, wie Proteinschokolade. Wie so eine Protein-Crispy-Schokolade. Ich finde das richtig, richtig lecker. Das ist ja auch hier, Kakaobutter ist als erste Zutat. Und von daher, ich finde, da schmeckt man null Protein raus. Ich finde, das ist super lecker. Ja, ich mag das richtig gern. Also es kriegt 9 von 10 Punkte, doch. Es hat echt 1 zu 1 wie Schokoladenkonsistenz. Dann kommen wir mal kurz zu etwas Herzhaften. Und zwar von... Oh, wow. Ich dachte irgendwie, das wäre von Little Lunch gewesen. Dann standen die Sachen genau daneben von Little Lunch. Weil die haben nämlich auch neue Sachen, da wollte ich auch mal testen. Aber das ist jetzt erstmal von Bio Erna. Eine vegetarische Pizzasuppe. Super excited. Hat eigentlich so die Zutaten, die halt irgendwie eine Tomatensauce hat. Ja, ein bisschen pizzigeriger. Aber ich stelle es mir jetzt eigentlich vor, ja, eine Tomatensauce. Sie ist übrigens Veggie, I think so. Boah, es ist spät. Vegetarische Pizzasuppe. I think it's Veggie. Ja, wow, Kim. Du bist ja auch ein richtiger Blitz. Manchmal wirklich könnte ich mich über mich selbst, ja, mache ich auch lachen. Hier ist also, guck mal, ganz kurz zur Erklärung. Also hier sind Stückchen drin, hier ist Mais drin, hier sind Tomatenstückchen drin,
Ich glaube auch so kleine Sojastückchen. Es ist Sahne drin und Hartkäse, weshalb es das jetzt auch nicht vegan macht. Das ist lecker. Ja. Doch. Also es schmeckt zwar eher wie eine Tomatensauce einfach. Also jetzt, ja, einfach wie so eine Bolo-Soße. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es wie Pizza schmeckt. Ich mag's. Ich mag's. Also 8 von 10 Punkte. Nom 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 Stückchen. Doch, ist schon ganz cool. Aber es ist halt echt flüssig, wenn es dann als Soße verwendet wird. Und es kommt zum Süßi. Und zwar das exquisite Karamell-Meersalz. Das sind neue Sorten, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal ein paar mehr. Aber jetzt gab es gerade nur die eine. Ja, Karamell-Meersalz Vollmilchschoki. Die kostet 1,95 für 200 Gramm. Okay, die sieht halt super langweilig aus. Also so heutzutage sehen ja Schokoladen immer eher fancy aus. Das ist so simpel, da ist noch nicht mal irgendwie ein Stückchen drin. Oder jedenfalls nicht sichtbar. Ja, ist eine leckere Schokolade. Also die Schoki ist lecker, da sind kleine Karamellstückchen drin. Man schmeckt auch so ein bisschen Salz raus, aber es ist halt auch nichts Besonderes wieder, ne? Das ist halt eine ganz normale Schoki. Aber auch der Schokoladengeschmack ist lecker, also voll solide. Aber wie gesagt, also es haut mich jetzt auch nicht komplett um. Ja, so 6,5 von, ne, 6 Punkte, weil wie gesagt, das gibt es halt eigentlich überall, nur weil es jetzt Fairtrade ist. Ja, macht es jetzt auch nicht so viel besser, von daher 6 von 10 Punkte kann man sich kaufen, wenn man Bock auf so eine Schokolade hat, aber kann man auch jede andere mögliche nehmen, ja. Also ja, nicht specialig, aber dafür lecker und faire Bedingungen. Dann kommen wir mal zu Netto und zwar gab es bei Netto Haselnuss-Fruchtbälle. Da gab es so mehrere Sachen von neu. 90 Gramm drin, haben 1,94 gekostet, hauptsächlich Datteln, Haselnusskerne, Ballaststoffe, Reismehl, Pflanzenöl, Chiaöl ist das so. Chiaöl ist das. Sind vegan. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass die jetzt sowas neu haben. Die sehen schon mal richtig fancy gesund aus. Also sie sehen echt so ein bisschen wie handgeformt aus. Das macht sympathisch. Hätte auch ich formen können. Also erstmal, die sind so innen drin dunkel und außen hell und die sind echt lecker. Und die hatte ich gerade irgendwie nicht so erwartet, also weiß ich nicht warum, aber die Zutaten waren ja sehr gut, es sind halt nicht viele Zutaten und das ist ja auch wiederum gut. Aber die sind richtig lecker. Die schmecken irgendwie, die schmecken auch nicht langweilig, die schmecken schon richtig geil nach Haselnuss und diese Kombi aus Haselnuss und Datteln, die ist richtig lecker. Doch, die würde ich mir auch wiederholen. Die bekommt locker 8 von 10 Punkten, ja. Ja, also geil oder geil. Und jetzt musste ich noch unbedingt die andere vegane Sorte von den Lindt-Sachen testen. Da hatte ich ja im letzten Food News Video schon oder im vorletzten Food News Video die anderen Sorten. Und die habe ich bis jetzt immer nicht gefunden gehabt. Und jetzt ist mir auch erstmal gerade mal bewusst geworden, dass sie einfach 2,99 kosten. Das ist schon echt schweinenteuer. Und mir kann niemand erzählen, dass nur, weil es vegan ist, dass es so viel teurer ist als eine normale Schoki. So. Was ist die Sorte überhaupt? Das ist Salted Caramel. Ja, ist okay, aber löst nicht meinen Favorit aus. Das Favorit war wirklich dieses Haselnuss. Hier sind zwar auch so richtig gut die Karamellstückchen auch drin und man schmeckt die auch, aber auch hier mag ich diesen Schoki-Geschmack nicht komplett. Also der ist mir immer noch ein bisschen zu fade. Also hat nicht so dieses Kakaoige. Also ich finde, das fehlt da ein bisschen. Von daher ist zwar lecker, also besser als Cookies, aber trotzdem hat doch Potenzial nach oben. Also ich würde mir die jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen und von daher würde ich 6,5 Punkte geben. Also sie haut mich einfach nicht so um, vor allem nicht im Vergleich zu einer normalen Salted Caramel Schokolade. Auch nicht ganz brandneu, aber die hatte ich eigentlich auch noch nicht getestet, von MyPro Danone so Protein-Joghurt. Sie sind ohne Zucker. Also mit Süßungsmitteln, Frischkäse, Heidelbeeren. Da ist echt nicht viel an Zutaten drin. Haben auch Nutri-Score A. Und 160 Gramm insgesamt drin. Hat 99 Cent gekostet. Der sieht aber bunt aus.
Wow, dann sind da so kleine Fitzeln drin. Oh, da sind auch Fruchtstückchen drin. Hat eine ganz coole Konsistenz. Also ist so, ja, ein bisschen wie so ein Quark, ein bisschen feinerer Quark. Lecker. Doch, der schmeckt wie ein guter Blaubeerquark. Und dadurch, dass der ja auch echt gute Werte hat, überzeugt mich sehr, sehr dolle. Hat so natürlich diesen typischen Blaubeer-Künstlich-Geschmack. Also es ist wie wirklich ein komplett typischer Blaubeerjoghurt. Also es ist jetzt keine Innovation des Todes von Ermann oder sonst was. Gibt es ja auch schon ganz viele solche. Aber jetzt gibt es auch noch einen Danone. Von daher wirklich ganz lecker. Würde dem mal 7 von 10 Punkte geben. Weil es halt, also es ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ist lecker. Ja. Machen wir weiter mit etwas zum Löffeln. Richtig geil, das sind diese Tiramisus mit Spekulatiusbröseln, Boden. Wie geil ist das? Also ich kenne ja das normale Tiramisu von Rewe jetzt schon letztens gehabt und fand das schon richtig, richtig gut. Hä? Achso. Ich dachte gerade so, es wäre so, das wäre jetzt gerade die Enttäuschung des Lebens gewesen. Ich dachte gerade, ich weiß nicht, mein Blick muss auch gerade richtig amüsant gewesen sein. Ich dachte gerade, dass es jetzt der Scherz ist, dass es ein ganz normales Tiramisu ist und dann noch Brösel oben drauf sind und dass ich die irgendwie da drunter batschen muss oder sowas. Aber die sind noch für oben drauf. Das ist ja geil. Und der Zweierpack hat... Entschuldigung, kostet 2,25. So sieht das jetzt aus, also wie ein ganz normales Tiramisu. Jetzt mal eins nehmen mit hier unten Boden, weil soll ja special schmecken. Boah, es riecht schon mal richtig, richtig gut. Boah, richtig lecker. Oh, wow. Oha, es ist richtig, richtig lecker. Ich glaube, es ist bis jetzt das Leckerste, was ich an ganzen Spekulatius-Dingen getestet habe. Schmeckt einfach wie, also wie ein Tiramisu, halt diese Basis und dann noch ein Touch Spekulatius da drin. Ey, das müssen die noch nach Weihnachten haben. Es tut mir jetzt, oh Gott, es tut mir richtig leid, wenn es das jetzt nämlich nicht mehr gibt im Rewe. Ihr müsst im Rewe, also das muss Rewe noch länger haben. Einfach aus Prinzip, weil oh, das ist richtig geil. Das kriegt 10 von 10 Punkte. Go for it. Noch von Rewe ein weiteres kleines Minimi. Zimtmus mit Weinbrand auf Kirschgrütze. Da haben wir ja mehrere Desserts neu. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat ein süßes Gläschen hier. Das kostet 1,14 €. Und hier ist es eher so mousseartig. Ja, doch. Auf jeden Fall. Und hier so Kirschis. Mhm. Warum kannte ich diese Desserts irgendwie vorher noch nicht? Ich glaube, die wurden noch nie so gehypt. Aber die sind richtig, richtig gut. Und es ist auch nicht so süß. Also, ja, total gut. Gefällt mir. Mhm. Also hat nur so einen ganz leichten Zimtgeschmack. Gar nicht so stark. Also man muss schon diese Sauerkirschen mögen. Aber sonst ist es unglaublich lecker. Ein leichter, guter Dessert. Da sind jetzt 90 Gramm drin. Also locker so eine Ein-Mann-Portion. Auch 8 von 10 Punkte. So, und hier auch nochmal das Kirschmus. Also hier ist total fluffiges Vanillemus. Dann die Kirschis da mit drunter. Das ist das hier. Zimtmus auf Kirschgrütze. Also Zimt schmeckt man nicht krass gern so doll raus. Also wer Zimt nicht mag, mag es glaube ich trotzdem. Dann eine neue Sorte von Power System mal wieder. Das ist jetzt hier ein Joghurt-Müsli-Riegel. Den habe ich im Rewe gefunden. Da stand neu dran. Ich kenne mich mit den Power System Riegeln gar nicht so gut aus, muss ich sagen, da ich die gar nicht so oft kaufe. Aber da sind 13 Gramm Protein drin, Prozent, sind 35 Gramm drin. Das hat 155 Kalorien, hat 75 Cent gekostet. Ich dachte gerade, oh mein Gott, sieht der eklig von der Farbe aus, weil ich nur so das gesehen habe. Und dann war das aber nur dieses... wenn so eine Schoki so ein bisschen anläuft oder sonst irgendwas. Aber es ist eine ganz normale... Ich dachte irgendwie, dadurch, dass das hier so hell drauf ist, dass das ein heller Schoki wäre. Getäuscht. Ganz anders als erwartet. Also, hier, also er sieht super, super langweilig aus. Sieht wie ein ganz normaler Riegel aus. Hat innen drin halt eben so eine proteinigere Masse. Aber die Masse innen drin ist eher so ein bisschen wirklich nach Müsli. Also das schmeckt schon ziemlich...
so milchig und also halt nicht proteinmilchig, sondern leckermilchig. Ich finde die lecker, weil so einen Riegel habe ich selten gegessen bisher. Wie gesagt, hat er dadurch auch nicht so viel Eiweiß, weil es eher so ein bisschen das ist so ein Mix aus Müsli-Riegel. Active Bar. Aber es hat wirklich einen Joghurt-Müsli-Geschmack, wirklich. Das haben wir richtig gut hinbekommen. Finde ich top. Doch, bekommt schon 8,5 Punkte. Ist irgendwie geil. Und another bar. Ja, ich habe von Power System mal wieder. Da stand jetzt auch schon wieder neu dran, aber manchmal stehen auch in verschiedenen Läden verschiedene neu dran. Also hier stand jetzt im Müller neu dran. Das ist Milch Crispy Chocolate mit Crispy Chocolate. 30% Protein. 176 Kalorien der Riegel. Dann 11 Gramm Protein nehmen. Mal schauen. Der hat 1,39 gekostet. Und das ist jetzt auch mir schon eher wieder hier einfach wie eine Schokolade. Also auch wieder so mit Crispies innen drin. Aber hör mal, der ist richtig gut. Das ist wie eine Crispy-Schokolade. Also es ist wirklich eher wie Schokolade. Also man schmeckt schon wieder, das ist wie der helle Riegel in dunkel. Vielleicht soll es auch darstellen. Vielleicht ist es so die Komponente. Ja, ist richtig, richtig, richtig lecker. Ja, schmeckt einfach echt ziemlich doll einfach nach Schoko. Man sieht auch, das hat irgendwie gar nicht irgendwie überhaupt eine Proteinmasse. Von daher, ja, der ist richtig lecker. Also dem würde ich 9 von 10 Punkten geben. Ja. Yes, hier seht ihr nochmal, dass der wirklich nur so aus Schoki und Crunch besteht. Also wirklich sehr, sehr fein. Und neu steht auch dran, also darf ich kaufen. Vielleicht nicht brandneu, aber ich habe sie noch nie gesehen, wirklich, von Breyers. Die Coco Vanilla, ja, wie so Magnum-mäßig. No added sugar, source of protein. Da sind 4 Stück in einem drin. Ich habe die im Hit-Verbrauchermarkt gefunden. Richtig geiler Markt in Berlin, wirklich. Das ist der beste Supermarkt des Lebens, wirklich. Da gibt es so eine riesen Auswahl. Und ja, das sind jetzt so süße kleinere hier. Ich glaube, da hat die Packung mit 4 Stück irgendwie um die 3 Euro gekostet. Also für Protein-Eis noch voll in Ordnung, weil die in den Bechern sind ja viel teurer. Und ja, sieht vielversprechend aus. Ist auch echt ganz lecker. Also kann natürlich nicht mit so einem Magnum mithalten. Aber hat hier in der Mitte sozusagen so ein bisschen Kakaofüllung. Dann außenrum so Vanille. Die Schokolade ist auch lecker. Die schmilzt vor allem richtig geil. Also der Geschmack ist nicht super intensiv. Also auch nach Vanille schmeckt es nicht so krass. Man merkt schon irgendwie, dass es halt so ein bisschen, ja, irgendwo muss ja das Kalorienreduzierte sozusagen herkommen. Aber ich finde die trotzdem lecker. Also würde ich mir wiederholen. Von daher würde ich dem so 8 von 10 Punkten geben. Ja. Sag mal, habt ihr die schon irgendwo mal gesehen? Weil ich glaube, es würde auch für andere interessieren, wo man die sonst bekommt. Weil ich habe die noch nie gesehen. Und ja, doch, deswegen kommen die auf jeden Fall ins Video. Ja. Last but not least, das kleine Highlight für mich jedenfalls persönlich. Duplo Dark finde ich ja schon immer richtig geil, jetzt mit Vanille. Ich muss sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein riesen hyper Unterschied ist. Deswegen bin ich ja auch so gespannt. Und ja, gebe mich dem Ganzen mal einen Versuch. Übrigens war das Video sonst vielleicht gar nicht so hyper spannend wie sonst. Also guckt euch sonst gerne meine anderen Food News Videos nochmal an. Aber ich bin halt langsam mal auf dem Stand, dass ich wirklich alles kenne, was neu ist. Und es kaum noch was Neues gibt. Aber jetzt habe ich eine gute Base geschaffen. Und jetzt kann es dann richtig losgehen. Oder habt ihr noch richtig geile Produkte, die ich noch nicht getestet habe in meinen ganzen Food News Videos? Ich glaube, es ist nicht mehr so viel. Sieht schon mal geil aus. Also es hat schon mal so eine... ja, Vanilleschicht da drum. Jetzt bin ich so gespannt. Man schmeckt das Vanille raus. Aber es schmeckt mir nicht so gut. Also man schmeckt wirklich diese Vanillecreme raus, weil ich dachte jetzt, okay, schmeckt man nicht so dolle. Aber irgendwie, es hat einen komischen Geschmack. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Es erinnert mich auch an irgendwas. Aber einfach nicht an den leckeren, dollen Geschmack. Nee, es ist super künstlich. Also es ist ein sehr, sehr künstlicher, aber nicht leckerer Vanillegeschmack. Creme dazwischen ist nicht geil. Ich hätte echt gedacht, dass es besser ist. Ein bisschen mehr Hoffnung gehabt. Von daher würde ich dem Ganzen wirklich nicht so... ja, würde ich 6 von 10 Punkten geben. Weil es ist schon Duplo und Duplo ist lecker. Aber es ist jetzt... gibt bessere Sorten davon. Auch das normale Zartbitter ist viel, viel besser als das. Schade. Hier seht ihr so diese Vanilleschicht und ja, die normale Schoki drumherum. Aber
es haut mich einfach nicht so sehr um. Nee. Naja, das war es jedenfalls wieder mit den Food News Videos. Wie schon gesagt, ich freue mich immer von euch zu hören, welche Sachen ihr davon gut findet oder nicht gut findet. Ich finde es manchmal auch so witzig, wie unterschiedlich Geschmäcker sein können. Und sagt mir auf jeden Fall, was im nächsten Food News Video mit dabei sein soll, was ihr gesehen habt, was ich noch nicht getestet habe, weil eigentlich bin ich jetzt auf einem guten Stand. Und genau, freue mich natürlich über einen Daumen hoch, wenn ihr mich noch abonniert. Und genau, bei Instagram gibt es auch noch ganz viel mehr Food und mich. Wow. Und jetzt, tschüss.